Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer BlackyLP und wir machen heute wieder Killing Floor. Ich muss gerade mal schauen, welche Farm. Foundry haben wir zuletzt gemacht, also kommt heute die Map Manor an. Und ja, ich drücke direkt mal auf Play. Und ja, immer wieder dasselbe Screenshot, aber ich finde, es ist, das sieht schon eigentlich so, nach einer ziemlich coolen Map aus. Bin mal gespannt, was da kommt. Wenn es wieder ladet und 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 ladet. Ja, ich sollte mir echt mal dieses M abgewöhnen. Das ist echt widerlich mittlerweile. Ich werde es aber, ich werde jetzt aber auch meine andere Klasse spielen. Ich hatte jetzt nur den Firebird. Ich werde jetzt auch mal, ich nehme, das kann ja der Kommando schön ist. More Damage. Ah ja, das sieht schon mal gut aus. Ich nehme nochmal den Commander. Und fangen wir direkt mal an. Tak, tak, tak. 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Ja, da sind sie schon mal. Ich laufe noch ein bisschen. Da ich möglichst schnell erstmal zum ersten Händler möchte, bevor ich mit den Zombies kämpfe. Und dann kann ich nämlich nicht direkt einkaufen. Alle Zombies habe ich auf einen Fleck. Die sind ja nur 13. Ein bisschen Muni mitnehmen, wenn es geht. Kann ich, geht nicht. Epischer Schuss. Zerfangen können die Zombies springen. Der Händler müsste jetzt hier ungefähr sein, laut meinen Erkenntnissen über diese Map. Ja, ich jocken erstmal so ein paar rum. Wo ich. Wow, die sind ja schnell. So, Fettsack kommt zuerst dran glauben. Fettsack, der muss jetzt auch langsam sterben. Kommt weniger. Verdammt. So, noch vier Stück sind alle direkt vor mir. So. Fetter komplett. Jetzt gehe ich hier mal shoppen. Wenn ich aber nicht so ganz weiß, wie ich da hinkommen soll. Da kann ich hier durch. Ah! Okay. Jetzt mal nachladen. So. Erstmal hier. Genau. Armor ist ganz wichtig. Und ich nehme jetzt auch mal. Bullop? Oder. Soll ich. Habe ich keine AK hier? Ah, die, ich glaube, die kann ich mir gar nicht leisten. Also, ja, dann bleib ich erstmal bei der Bullop. Ammo. So, noch 50 Sekunden. Jetzt kann ich mich auch noch mal hier ein bisschen auf der Map umsehen. Der Commander hat zudem noch die spezielle Fähigkeit, dass man bei den Zombies dann eine Lebensanzeige sehen kann. Was ich sehr, sehr cool finde. Damit man weiß, wie schnell wie viel Schuss man noch braucht. So, ich schweiß mir kurz eine Holztür wieder zu. Ist ja so ganz normal. Also, liebe Kinder, wenn du das Video anschauen solltest, man weiß jetzt dank Killing Floor, dass man eine Holztür zuschweißen kann. Mit einem Holzrahmen, versteht sich. So, jetzt bin ich mal gespannt. The guns, boys. Was ist da hinten? Ich sehe auch schon ein paar Crawler. Ich gehe mal direkt neben rüber zum Händler. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der ist. Da kommen die ersten Crawler an. So, der erste Crawler erlegt. Und schrei als verdammt, verdammt. Verdammt, krieg ich hier schon mein Essen Probleme. Stirb. So. Weiter geht's. Wenn ich gar nicht so genau weiß, wo es lang geht. Und noch ein Fettsack. Ist ja, wird immer schöner. Hier irgendwann, weil ich gerade ein bisschen echt Probleme bekomme. Man sieht hier Map-Kenntnis, da bin ich hier 0. Da ist ein Zombie noch hinter, ich werde das der letzte sein. So.
Jede Schwäche bei jedem Lebewesen, wie man gerade gesehen hat, sind die Eier. Jetzt mal nachladen. Oh! Da war ein Unsichtbarer. Auch so eine Fähigkeit des Commanders. Man kann die Unsichtbaren sehen. Ist ganz nice, vor allem wenn dann wirklich so eine Horde Zombies kommt. Ich höre ja noch irgendwo jemanden. Da. Ich frage mich ja, ob... So. Und man sieht, Zombies sind nicht unbedingt intelligent. Aber okay, das wusste man ja auch schon vorher. Dann erstmal hier durch. Muni mitnehmen. Dann hier runter. Das sieht natürlich sehr... sehr einladend aus für einen Laden. Aber okay. Hauptsache, ich kriege ja das, was ich brauche. Erstmal die Pistole, Maschinenpistole nochmal nachladen. Ammo. Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Nein. Aber eine Schrot, warum nicht eigentlich, oder? Na. Ja, nice. Ja. Jetzt rock ich die Runde. Mit der Kettensäge, das wird jetzt nice. Erstmal wieder aus dem Haus raus. Weil hier im Haus fühle ich mich nicht so sicher wie draußen. Nach 10 Sekunden geht's weiter. 8, 7, 6, 5. Gut, mir die Kettensäge raus. Ich will das mal echt mal ausprobieren. Mal sehen, was jetzt so drauf ist. Zombie, 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 Zombie. Versuchen immer noch aus dem Haus auszubrechen, obwohl da noch ein Eingang ist. Finde ich sehr, sehr nice. Und ja, warte, ich denke mal, ich kann warten, bis die Tür offen ist. Ah, nicht. Oh! Ja, das ist wohl eine ziemlich fette One-Shot-Waffe. Und man sieht richtig, dass sie ordentlich Schaden reinhaut. Da komm du gegen mich! Ah! So. So, ich kann mich damit echt im wahrsten Sinne des Wortes durchsägen. Aber man sieht's, die Rüstung geht davon auch ordentlich down. So. Das werde ich auf jeden Fall weiter benutzen. Allerdings nicht in diesem Spiel. Das werde ich benutzen, wenn, wenn ich wirklich dieses Multiplayer-Projekt mit den anderen Let's Playern mache. Ich warte übrigens noch nicht mehr. Da die einerseits noch nicht zugesagt haben, auf der anderen Seite suche ich sogar noch welche. Sprich, wer Lust hat, einfach mal melden. Das müsste eigentlich auch schon letzte Runde kommen. Das sollte zumindest, ich guck mal nach. Ja, sollte. Glaube ich zumindest. Bin mir nicht ganz sicher, habe es nicht genau nachgezählt. So, noch gut 30 Sekunden. Sprich 35 Sekunden, 34 Sekunden, 33 Sekunden. Und dann sollte es auch schon weitergehen. Ich hoffe, es kommen wesentlich mehr Zombies jetzt mal. Sogar mit der Kettensäge hatte ich schon meine Probleme gehabt, gebe ich hier gerne zu. Wobei ich mich auch frage, wofür duckt man sich bei diesem Spiel? Aber egal. 15 Sekunden noch. Ja. Sieht schon. Sieht eigentlich noch grafisch echt noch ganz okay aus. Klar, gibt nichts gegen Battlefield 3 hingegen, aber immerhin. Ah, vorletzte Welle. Oh.
Ja, das war der Shooter-Spezialist in mir. Oh, Fettsack. Der Screamer. So, einer nach dem anderen. Gut, das Gehirn. Und sehr viele Zombies. Bitte. Please. Nein, 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 nein. Kettensäge, 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 Kettensäge. Puh. Knapp, knapp. Agro-Zombie ist, der wird ja immer schlimmer. Ich muss nachladen, ich muss nachladen. Ah. Boah. Meine Fresse. Also man merkt, Bullop ist echt nicht so stark wie mein Flammenwerfer. Leck mich am Baum, du. Lass mal dopen. Leck mich am Baum. Das war jetzt wirklich... Also, jetzt hätte ich mich kurz wirklich Angst gehabt, dass mein letztes Fail wird. Das spricht jetzt erstmal jetzt hier ab, Kacke. Shame, darling. So. But even you can't carry that much. Aber ist ja soweit nichts passiert. Bin ja auch wieder okay. So, jetzt müsste aber der Boss kommen. Ich bin mal gespannt, von wo er vor allen Dingen kommt. Und ich bin überlegen, ob ich ihn mit der Kettensäge fertig machen soll. Und ich glaube, der macht nämlich eher fertig. Ja, ich guck mal, wie es mit der Bullop erstmal aussieht. Ich denke mal, wenn er dann am ersten Mal noch nicht tot sein sollte und die kleinen Zombies kommen, werde ich dann mit der Kettensäge rangehen. Dass die immer die Tür aufmachen müssen. Auflassen müssen. Drückt. So. So. Und genau 20%, das wollte ich haben. Sehen, wo jetzt herkommt. Ah, okay. Hallöchen. Ah, da ist er. Stirb, stirb, nein, 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 nein. Oh, ist fast down, ist fast down. Da ist er down. Tja, das war's dann auch schon wieder. Dr. Scully, DJ Scully hier, sagt jetzt auch goodbye. Ich sag jetzt auch tschüss, bis zum nächsten Mal bei Killing Floor und immer schön mein Channel noch mal bitte liken, nicht nur angucken. Dankeschön, ciao.